an die neuen Gralsbotschaftsleser im Lichte der Wahrheit von Abdrushin, dem Buch der Bücher. Teil 2. Erwachet. Erwachet aus allem Alten. Aus allem Alten, was wir sorgsam gepflegt haben, wo wir einfach angehängt haben, wo wir mitgegangen sind. Alles Alte, legt alles ab, denn nur dann kommt ihr weiter. Ihr kommt dann schneller weiter und ihr bekommt ja durch die Worte aus der Gralsbotschaft diese Energie. Und Energie ist der Geist. Ihr bekommt also Geistiges aus der Gralsbotschaft. Es ist das wahre Geistige. Wie gesagt, andere sagen Energie. Die wussten es eben noch nicht besser. Aber jetzt ist Energie rein geistig. Diese geistige Kraft wird alles lenken in euch, wenn ihr es zulässt, wenn ihr alles Alte abwirft. Was ist alt? Alte Strukturen, Bindungen, alte Anschauungen, alte Muster, sagt man. Ja, einfach alles, was uns zurückhält im Bestreben nach oben. Tja, alles Alte. Kann auch irdisch-materielles sein, natürlich. Und das hängt schwer an uns. Erwachet. Da sind zwei Worte drin. Er wacht eigentlich jetzt über uns. Wachen. Er wacht über uns. Und so ist es tatsächlich heute. Das war im Mittelalter nicht so. Aber heute wacht er tatsächlich. Denn er war ja da, auf der Erde. Und da er da war, weiß er genau, wie die Menschen vorwärts gehen. Ob sie noch im Alten drinstecken und sich darin austoben, ob sie einfach stumpf und träge sind und das Neue nicht annehmen. Das Neue der Botschaft, die Wahrheit, im Lichte der Wahrheit, das Neue annehmen. Im Umgang mit den Menschen das Neue freudig und liebevoll auf die Menschen zugehen und ja, sie mitnehmen in der eigenen Kraft, in der wir sind, mit unserer Kraft, mit unserer Liebe die Menschen mitnehmen. Das ist wichtig, dass wir sie, ja, dass wir sie ein bisschen schütteln, ein bisschen, ja, Jesus sagte Barmherzigkeit, dass wir einfach neutral auf alle Menschen zugehen, so in der Liebe und Fürsorge. Mitfühlen, wir sollen heute mitfühlen in dem, was wir erleben, denn wir haben mehr Wissen. Ein Gralsbotschaftsleser hat mehr Wissen als ein anderer. Auch dann, wenn er nicht unbedingt sofort eine Schublade ziehen kann von einem Vortrag aus der Botschaft, auch dann, denn alles wird gespeichert in seinem Geist. Alles, was er liest, und es wird ihm lebendig im Innern, dann wird alles gespeichert. Auch dann, wenn er es nicht mehr weiß im Nachhinein, nach einem Lesen des Vortrages, er nimmt es trotzdem auf, der Geist. Wie ich schon sagte, ja, er ist gierig, der Geist.
Er nimmt auf, denn das ist sein Magnet, das ist seine Anziehung der Gleichart. Die Anziehung der Gleichart, wo wir heute sehen, dass Raucher treffen, dass Begierde trifft. All diese Anziehung der Gleichart ist natürlich auch im Geistigen vorhanden. Entmutigt euch nicht, wenn euch Geistiges nicht so vertrifft. Oft seid ihr der Anstoß, dass es nicht so sein kann. Auf der Erde sind so viele Menschen und um uns herum auch, die von Gleichart sind. Aber die können wir treffen, wenn wir uns öffnen. Auch die können wir treffen. Schon in unserem Umfeld sind solche. Und wir sollen die ab und zu treffen, damit guter Austausch geschieht. Ein guter geistiger Austausch. Der zweite Schritt habe ich vorhin mitgeteilt. Aber nun ist das Erwachen. Das Erwachen. Es ist ganz einfach zu erwachen. Der Mensch muss aber alles Alte von sich stoßen. Ja, es ist ein Abstoßen vom Alten. Nehmt dieses Wort auf. Das Alte abstoßen. Ihr werdet dann zum neuen Täter. Ihr seid kein Opfer mehr. Geht aus der Opferrolle heraus. Das Alte ist wie eine Opferrolle. Geht ihr aber in die Tat, dann werdet ihr zum Täter. Ihr werdet neu, kraftvoll und nehmt das Neue auf. Es ist so viel Neues da, wenn der Mensch das nur sehen könnte. Wie es ineinander verwoben ist, feinstofflich, schon längst vorauseilt, in einem wundersamen, farbigen Teppich. Ein Schicksalsteppich, der vorauseilt uns, der eigentlich ein großes Vorbild ist für uns. Aber wir müssen dem Folge leisten. Wir müssen ihm folgen, indem wir alles Alte abschütteln. Erst dann, durch neutrales Beobachten, hineinfühlen und dann mitgehen im neuen, wahrhaftigen Sein. Dazu gehört auch das Gebet täglich. Immer dann, wenn wir es bedürfen, zur rechten Zeit, ja, wir sollen immer verbunden sein mit ihm, mit seiner Kraft. Nur so schaffen wir es. Wir schaffen eine neue Welt durch neue, reine Gedanken, durch neues, reines Tun. Er wachet, denn er wacht über uns. Seid ohne Sorge, er wacht über uns. Er sieht aber auch unsere Schwächen. Und oft wird er auch den Kopf schütteln. Auch die Engel schütteln den Kopf, weil wir nicht weiterkommen. Oder weil wir uns zu hartnäckig, zu stur, zu starkköpfig sind. Denkt daran, dass er immer wacht, dass ihr immer seine Kraft erbitten könnt. Aber erbittet sie vorher, bevor etwas geschieht, denn ihr seid da mittendrin. Ihr seid an ihm geschehen, von Anfang an bis zum Schluss. Und das gibt euch die Erkenntnis, nur das. Wird das Licht eingreifen in der Kraft, wenn ihr mittendrin steht und ihr habt Scheiße gemacht, etwas Dummes gemacht und es kommt dann erst in der Mitte rein,
dann wird die Erkenntnis nicht so stark für euch durchscheinen, euch ergreifen. Sie kann euch nur ergreifen, wenn ihr im Vornherein zu ihm betet, dass er euch beisteht, wenn etwas solches geschehen kann. Aber auch das Gute wollen, für das Gute auf der Erde hineinstehen, auch da sollt ihr im Anfang beten und nicht erst mittendrin. Denn alles soll von Anfang bis zum Schluss mitverfolgt werden, gemacht werden. Genauso wie eine Arbeit auch im Irdischen. Ihr könnt darin ja auch nicht einfach in der Mitte hineinsteigen und dann noch den schönen, guten Schluss mitnehmen. Das Dessert, das geht doch nicht. Also bedacht immer. Habt Mut auch dazu, dass wenn euch etwas anschubst, wenn euch etwas betrifft, dann geht in euch und dann betet, damit es gut gelingt, damit ihr die richtigen Worte findet. Habt den Mut dazu, gleich wo ihr seid, geht ins Gebet und dann führt euch die Kraft. Nur so kann sie euch führen, von A bis O. Nicht von A bis Z, von A bis O. Ja, sie führt uns. Sie leitet, führt uns und verhilft uns sogar zum Sieg. Nur grobstofflich wird der Sieg, so wie es immer noch langsam geht auf dieser Erde, sehr langsam, und alles, was sich auswirkt, stofflich, grobstofflich, geht langsamer. Wir brauchen da Geduld, bis es auftrifft, bis die Maschinerie der Schwerkraft der Erde in Bewegung kommt. Feinstofflich ist es schon längst getan, gemacht. Das Licht ist sehr schnell und die Kraft. Aber wir brauchen Geduld, bis grobstofflich dieses Dunkel vertilgt wird, ineinander zusammenbricht, zergeht. Denkt nur daran, es kommt, erwachet, denn im Erwachen liegt alles für den zweiten Schritt. So viel aus der Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit von Abdrushin. Lebendig gemacht durch das Wort von mir. Ein anderer würde es wieder anders sagen. Nun gut, das ist mein Leben, meine Überzeugung, mein Weg, meine Kraft. So wünsche ich euch, dass ihr in die Kraft kommt. Denn Gottes Kraft will, dass der Mensch in die Kraft kommt und dass er unterscheiden lernt, was seine Kraft ist und was Gottes Kraft ist. Das sind zwei Kräfte. Der Mensch hätte so viel Kraft, dass er beinahe nicht mehr unterscheiden kann, ist es nun Gottes Kraft oder seine Kraft. Dahin muss er kommen, der Mensch. Noch ist er weit, weit entfernt. Das Unterscheiden, wessen Kraft es ist, das hat nicht mit Menschenwille und Gotteswille zu tun. Das ist reine Kraft, Geisteskraft oder dann die göttliche Kraft. Das ein anderes Mal. Das zum zweiten Teil für die, die neu lesen, die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit.
Markus Bösch.